for English satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch, ein legendärer Hühnerfresser, Spilotes pullatus. Ich glaube, Hühnerfresser ist eine von den wirklich von den legendären Terrarienschlangen. Passt eigentlich auch gut zur Folge heute, zur Indigo-Folge, weil sie ähnlich wie die Indigos eigentlich auch wahnsinnig aktive und aufmerksame Schlangen sind. Jetzt guck mal die hier, was die schon für eine Mimik, die kaut hier auf den Backenknochen rum. Die drohen, ne? Also das ist eine Schlange, die sind der Hammer, die sind echt intelligent. Ne? Ich glaube, die weiß wirklich alles. Die weiß, dass ich die jetzt hier nerven tue und nerven will und überlegt sich, beiß ich den Idiot jetzt oder nicht, aber sie lässt es doch sein, weil wahrscheinlich nach dem Motto, die Hand, die man füttert, beißt man nicht. Also die sind einfach der Hammer, die Hühnerfresser. Wie gesagt, passt super zu unserer Folge heute und deswegen mein Intro-Tierchen für euch. Jetzt kommen wir aber zum Thema der heutigen Folge. Da habe ich wieder den Herrn Professor Wolfgang Schäberle an meiner Seite. Das Schäberle finde ich auch so gut. Urschwäbisch, es gibt seit 1600. Es gibt nichts Schwäbischeres wie Schäberle. Der Wolfgang Schäberle. Meine Frau hat auch gesagt, das ist einfach zu niedlich, Schäberle. Ja. Wolfgang, Indigo-Züchter seines Zeichens. Ihr kennt ihn aus der letzten Indigo-Folge, die jetzt erst ein, zwei Wochen her ist. Und aber auch vor acht Jahren haben wir eine Indigo-Folge gemacht. Gell? Mit Tobi. Ne? Mit Tobi Doll zusammen. Die Terrarien, genau, richtig. Mal anschauen, die war genau. Sehr schön. Und jetzt wollen wir heute noch mal ein bisschen intensiver auf die Zucht. Eingehen. Gell? Mhm. Tipps und Tricks zur... es geht vor allem in deinem Fall um die östliche Indigo, ausschließlich Corei cuperi. Ich habe hier mangels Vorführtierchen zumindest eine Trimarchion melanurus, die Blacktail Cribo oder Schwarzschwanz Indigo habe ich für euch dabei, dass wir zumindest hier eine Indigo ins Bild haben. Zumindest Trimarchion steht auf vorne. Genau. aber dann kommen wir jetzt, dann mehr oder weniger übergebe ich jetzt ein bisschen an dich. Ich hatte es bei der letzten Folge auch erwähnt, wir haben davor zu Fragen aufgerufen. Auf die werden wir werden jetzt nicht explizit Fragen vorlesen und beantworten. Ich glaube, wir haben so ziemlich jede Frage, die kam, ist irgendwo in entweder dieser oder in der letzten Folge beantwortet. Gell? So haben wir uns das gemeinsam angeschaut. Beziehungsweise, wenn speziell was kommt, dann steigen wir nochmal grätsche ich wieder ein. Und gell? Wenn nicht, schreibt es einfach drunter nochmal, wenn noch was wenn noch, wäre, genau, ne? Genau. Ja, Wolfgang, du wirst auch nach der Folge. Ja. Guck mal unten rein. Guck mal rein. In und die dann, Community. Ja, ja. Dann, das waren ja immer sehr, sehr schöne und zum Teil sehr herzliche Kommentare. Beim ersten Mal, das war richtig. Richtig. War richtig schön, dass es noch so nette Menschen gibt da draußen. Wollte ich mal da rauswerfen in der Äther. Tricks und Tipps. Indigo zum Züchten wollen wir uns heute unterhalten. Und hier seht ihr mein Zuchtweibchen, seinerzeit 7 Jahre alt. Und man sieht schon, dass das wirklich ein kräftig stabiles Tier ist. Ja, 1 Million kleine Indigos haben wir hier. Was ist das, Stefan? Das ist das Spermplug, oder? Eines Indigo-Männchens. Das Sperma eines Indigos, Sperma, gell? Weil die sich beim Paaren doch sehr stark im Terrarium ejakulieren, kam ich mal auf die Idee, Sperma rauszunehmen, natürlich dann zu säubern und eine künstliche Befruchtung vorzunehmen. Und habe dann mein Weibchen geschnappt, ein anderes Weibchen, das stimuliert und paarungsreif war, habe das Sperma eingebracht in der Kloake, aber hat zu keinem Erfolg geführt. Aber es war ein Versuch wert, weil ich es nicht eingesehen habe, wie viele Millionen tolle Indigos da drin jetzt sind und warum die jetzt nicht nützen. Aha. Aber hat nicht geklappt. Vielleicht ein andermal. Aber die Paarung ist interessant. Man sieht es hier, das waren auch meine Tiere, ganz normaler Paarungsverhalten. Und ich habe noch nie erlebt, dass es zu Fressunfällen, also dass sich gegenseitiger Kannibalismus entsteht bei der Paarung, vorausgesetzt die Tiere sind gleich groß oder in Maßen gleich groß. Aber du hältst sie getrennt das Jahr über und tust sie nur zur Paarung setzt sie zusammen und dann geht es auch relativ gleich los. Dann geht es gleich los. Okay. Und zwar im Herbst, da hat man in der ersten Folge drüber gesprochen. Ah, ja. Im Herbst wird gepaart, dann kommt die Spermaspeicherung
und im Frühjahr kommen dann, kommen dann die Eier. Aha, also im Herbst, du hast hier auf der Folie nebendran stehen, November bei ca. 22 Grad Tagestemperatur, also du fährst runter, setzt den Mann dazu und am Anfang der Kühlphase ist die Paarungszeit. Ist dann die Paarungszeit. Das bitte einfach mal merken, wenn wir nachher auf die Probleme bei der Zucht kommen. Okay. Das kann damit zusammenhängen. Okay. Erkläre ich dann nochmal. Wie oft setzt sie zusammen oder wie lang machst du das dann von November bis Februar? Nee, oder? An einem Wochenende und da setze ich mich meistens dazu und gucke mir es an. A, weil es mich halt freut, wenn die sich paaren. Und B, weil ich dabei sein will, dass doch was passiert. Doch nicht schlecht. Und dann nehme ich mir ein Wochenende, zwei Wochenenden so und da fühle ich mich bestens versorgt und gucke meine Schlangen zu und ja, das ist schön. Okay. Und, Und aber eben, du machst den Mann rein, der paart, also du lässt ihn ein, zwei Tage drin. Dann nimmst du ihn wieder raus. Ja. Fertig. Fertig und dann nochmal eine Woche später und das war's. Ah, das meine ich. Okay. Ja, genau. Zweites Mal, eine Woche später. Ja. So zwei, dreimal paaren, also zweimal in deinem Fall. Man sieht es auch ein bisschen am Verhalten vom Weibchen. Irgendwann ist die nicht mehr paarungsbereit. Okay. Die kriecht weg, die lässt den nicht mehr von hinten drauf. Ne, so. Okay. Und du merkst einfach, das sieht man schön in den nächsten Bildern. Das sehen wir im nächsten Bild ganz gut. Schaut doch, das seht ihr. Das oben mit dem roteren Kopf ist das große Männchen, wo ihr schon gesehen habt. Das andere ist ein anderes Zuchtweibchen. Wie die einfach anfangen, wie die meisten Nattern, sich zu schlängeln, zu überkreuzen. Aha. Irgendwann drückt er einen Kopf drauf. Einfach so ein wildes Gemenge. Aber das ist wirklich harmonisch, wäre jetzt vielleicht ein sehr humanistisches Wort. Mhm. Aber es ist wirklich ein friedliches Miteinander. So. Mhm, also total schön, das sieht man nochmal, wie sie sich jetzt so suchen. Da ist da der Kopf und da. Ne? Ja. Und irgendwann kommt das. Und aha, jetzt hat er sie runtergedrückt. Und also drücken ist bei weitem nicht ein sanftes Runterführen. Mhm. Und dann verhaken sich die Kloaken, dann, wenn man dann nochmal sieht. Ne? Das kann man dann bilden. In dem Fall jetzt nicht. Und es geht wirklich, also wenn das jetzt meine Hände sind, geht es der ganze Tag ein wildes Geknäule ineinander. Und man sieht gar nicht, wo was ist. Geht dann vielleicht eine Stunde, zwei, drei, manchmal auch fünf. Und ihr werdet sehen, wenn ihr selber züchtet, das Weibchen signalisiert klar, mag jetzt nicht mehr oder habe angenommen und die geht einfach weg und lässt ihn immer hinterher. Mhm. Und dann muss man aufpassen, weil dann werden die plötzlich wieder hungrig. Dann fangen die an, Futter zu suchen. Die Männer ein bisschen garstig dann und dann nehme ich den raus und setzen dann später nochmal zusammen. Ne? So viel zu dem, das ist das Leichteste da dabei. Dann haben wir ja die Spermaspeicherung, sagt man, wo dann entsprechend dann im Frühjahr die Eier kommen. Was aber auch mal mir passiert ist, seht ihr hier, das waren gelege Wachseier von einem Weibchen, das zwei Jahre gar nicht, ich habe immer Zweijahresrhythmen zum Verpaaren, das zwei Jahre gar nicht verpaart wurde. Aber aus der Spermaspeicherung, aus irgendeinem Grund, ich habe mich natürlich gefreut und dachte, wow, ich kriege jetzt ein Gelege, aber man hat es sofort gesehen. Ich finde das Bild ganz interessant, dass man nochmal die Größe vom Zollstock sieht. Ne? Wir sind also hinten bei gut 6, 27 cm, was die Länge im Bauch an Eier haben, paarig angelegt. Ein Ei hat gute 7, 8 cm groß, rau, schuppig. Also deswegen brauchen die Tiere Masse zur Zucht, Masse und nicht mit solchen Strohhalmen. Mit sowas würde man jetzt nicht züchten. Ja, ja, also gut, nicht, wenn, man, ist ja erst, wenn einem an den Tieren was liegt. Ne? Zweijähriges Tier oder sowas, gell? Also brauchen drei bis genug. Fünf Jahre Zeit lassen, dann habt ihr ja immer noch 10 Jahre Freude an eure Tiere. Ne? Genau, also das wollte ich euch nochmal zeigen. War Freude und Leid. Besser war es dann so, zum Beispiel jetzt eins der Weibchen, wo ein Gelege gelegt hat. Und man sieht trotzdem, schaut euch mal die Menge und Größe der Eier an. Jetzt verglichen zum Hauptteil des vom Körper, einfach nochmal, die brauchen Masse, die also, Tiere. Ne? Wenn wir jetzt so also grob durchzählen, rund 10 Eier haben wir da mindestens drauf. Gell? Ja, ja, und da hast du eine Schlupfkiste gemacht, so wie man es halt auch bei anderen Schlangen genau, macht. Genau, wo ich gesehen habe, dass die kurz vorm Legen setzen. Wie man da sagt, ist der Deckel jetzt unten sozusagen, oder? Dass so, man so sieht, machst du auf und so liegt die dann, liegt auch tatsächlich um ihre Eier drumherum. Und das so, ist dieses Spangum, oder wie das Zeug heißt? Spagnummus. Spagnummus, genau. Aha. Und da haben, legen die wunderbar gut ab. Okay. Es gibt aus dem Carson 45, das ist der Zoo in New York, da ist der Rekord, dass nach 4 Jahren eine Indigo Eier gelegt hat. Eier gelegt das ist schon toll. 6 bis 12 ist normal, über 7, 8 kann man sich schon freuen. Aha. Für euch wichtig, die Inkubationszeit haltet sie relativ konstant zwischen 26 und 27 Grad. Wie ist denn bei der Königsspinnens? Kann man da mit der Temperatur das Geschlecht beeinflussen? Nein, geht hier auch nicht. Also ich wüsste es nicht. Wenn ihr es mal erlebt habt, schreibt es mir. Aha. Ich freue mich über jeden,
Dings und der schlüpft dann entsprechend. Ich mir nicht vorstellen, gell? Ja. 80 bis 100 Tage. So ist so die Zeit, bis sie dann schlüpfen. Und dann haben wir es hier so nach 3 Monaten, wunderschöne, friedliche Tiere, die auch schon super ans Futter gehen, denen man einfach ein bisschen Zeit lassen muss. Einzelhaltung. Und jetzt kommen wir was, wo du ja sehr meine Lösung, das ist dir ja bekannt, ne? Mit den Rex, oder? Du arbeitest viel mit Rex. Viel nicht, aber auch. Also gut, Thema Rex. Brauchen wir sind wir vorsichtig. da geht's gleich los. Wir streiten uns mit niemandem, jeder seine genau, Meinung. Genau. Alles gut. Aber klar, wenn man sie einzeln halten muss, dann bieten sich natürlich die Rex an. Das ist, denke ich, gerade zur Aufzucht und ein bisschen nur gut ans Futter gehen und so weiter. 2-3 Monate habe ich die da drin. Das sind Milchverglas, die haben totale Ruhe in der Seite, haben nicht immer die Bewegung bei so vollverglasten Rex. Ne? Die Temperatur bei meiner Anlage ist hinten drin eine Heizung, sodass ich hinten die Wärme habe und vorne etwas kühler. Mhm. Da geht ja auch die Wärme raus. Ne? Mhm. Ein bisschen Papier, was man also hat. Und dann füttern, in Ruhe lassen, bis sie so sind. Und dann können sie normale Terrarien in Einzelhaltung übergeführt werden. Dann. Und dann kommt ja auch schon der Zeitpunkt, wo man sie abgibt. Also so 3-5 Monate behalte ich meine schon, oder habe ich sie behalten. Manche geben es früher. Ach, mir fällt es halt auch schwer, die abzugeben. Okay. Ich sage, es ist halt für mich dann auch nicht so einfach. Aber ich tue es dann. Und so sehen sie nach 2 Jahren aus. Und das ist natürlich schon toll, oder? Ich meine, schaut es euch an. Das ist jetzt schon eine stattliche Schlange, größer wie die. Ja. Und wer mir fürs Züchten... Das war jetzt ein Männchen, aber für ein Weibchen werde ich mir fürs Züchten immer noch immer zu dünn. Immer noch zu klein. Mir. Und schaut euch die, Eier, die Dicke an und die Eier vorher. Ja. Gebt der noch ein Jahr? Lieber ein Jahr. Und dann hast du Wunden, guck dir mal die Zeichnung am Kopf an. Ne? Ja, das kann man doch groß machen hier. Ne? Aha. Das ist natürlich schon toll. Gell? Ja, ja. Ah. Und guck mal, hier ist Indigo-Blau, siehst du das? Ja, ja. Ja. So muss das sein. Und dann kann bei der Zucht plötzlich ein Phänomen auftreten. Stefan, kennst du das auch? Dass es läuft ein paar Jahre wie mit Kornadern und plötzlich geht nichts mehr. Kenn ich, leere kenn Terrarien. Kenne ich nicht, deswegen, nee? Leute, kauft Königsfüderns, da gibt es sowas nicht. Die fahren bis kurz vor dem Tode, legen die Eier. Also es scheint was für Königsfüderns zu sprechen, aber die Schönheit liegt bei der Indigo. Sind wir uns da einig? Okay. Und plötzlich gibt es keine Gelege und das auch mit langjährigen Züchtern oder auch mit Neuanfängern. Es flutscht und flutscht, plötzlich geht nichts mehr. Und die paaren sich und die nehmen einfach nicht an oder es gibt Wachseier. Man weiß nicht warum. Ich habe euch da auch keine Königslösung, aber einen Erfahrungswert. Und den will ich mit euch teilen, warum nicht? Vielleicht kriege ich von euch auch gute Tipps. Wenn das mal auftritt, dann mal dran denken, dass die sich eigentlich im Winter oder im Herbst paaren, wenn die Temperatur runtergeht. Mhm. Ich hatte das am Anfang versucht, dass ich dann im Terrarium einfach Temperatur runtergefahren habe. Mäßiger Erfolg, was ein konstanter Erfolg war. In den 2 Terrarien, die jetzt übereinander stehen, ein Durchgang mit einfach eine Plastikröhre eingesetzt und unten überhaupt nicht beheizt, oben normal beheizt. Und das Phänomen, was man wirklich zeigt hat, irgendwann hat das Weibchen plötzlich angefangen, sich da unten runter zu verziehen. Der Bock kam irgendwann hinterher, also das ging dann über ein paar Tage. Und dann haben die sich immer da unten gepaart. Okay. Und dann sind die aber zwischendurch wieder hoch, mal wieder runter. Ja. Es scheint also, dass diese Stimulanz der Tagestemperaturen, auch in dem Herbst hat man mal warme Tage, mal wieder kühle Tage. Ja. Und in mir scheint es im Terrarium rein jetzt narrativ, dann scheint es mir zu steril, immer gleich, ne? Da stand 25, 20. Ja. Und die haben das total genützt. Und irgendwann hat das Weibchen, hast du gemerkt, jetzt hat sie genug und dann ist sie nicht mehr runter. Dann ist sie oben geblieben und wollte diese, nennen wir es jetzt mal Spätherbstwärme mitnehmen und hat die Wärme noch richtig aufgetankt. Dann habe ich sie gefuttert, das hat wunderbar funktioniert. Also oben war dann gute 22 Grad, 22, 24? Maximal eher 22, sonst ist nicht so sehr Sommer, so 18, 22. Okay. Unten in meinem Keller 16, 17, so höchstens unten drin. Ja. Und das war das, was ich vorhin meinte. Das Problem bei so Forex oder bei so gut isolierten Terrarien, selbst wenn man sagt, links ist die Heizung und rechts nicht, ihr wisst selber, nach 2-3 Stunden hast du noch 1 Grad Unterschied. Die Wärme verteilt sich einfach da drin und kriegst nicht raus. Vielleicht war das ein Grund, aber seit ich das gemacht hatte, dass die wirklich, wenn du so willst, 7-8 Grad Unterschied sich raussuchen konnten, haben die total genützt und es hat zum Erfolg geführt. Vielleicht hilft euch das weiter, wenn ihr nach 2-3 Jahren
oder nach 4 Jahren plötzlich mal eine Flaute habt und es klappt nichts, bevor ihr die Tiere verkauft, probiert es mal mit Doppelstock. Könnte was bringen und würde mich freuen, wenn ihr mal schreibt, wenn das funktioniert hat oder wenn ihr das mal getan habt. Ne? Ja. Gutes Stichwort. Wenn ihr mir mal schreibt, beziehungsweise eben postet es unten drunter. Wir freuen uns wirklich immer über eure Kommentare. Also wenn ihr eigene Erfahrungen habt, wie jetzt diese, egal gute, schlechte, oder eben auch wenn ihr Fragen habt, haben wir vorher schon gesagt, Wolfgang, du guckst auch rein in die Community, genau. Also postet unten rein, Kanal abonnieren, rufe ich jedes Mal dafür auf, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich glaube, zeitlich haben wir es eigentlich diesmal ganz gut hingekriegt. Ich dürfte sogar noch was sagen. Du willst noch was? Ja, du darfst gerne was sagen, na klar. Das zu meinem Teil. Ich bin durch. Check my balls, check die Indigos und das Schlusswort von Wolfgang. Ich würde noch sagen, wenn ihr Tiere habt und es klappt nicht mit dem Züchten und ihr kommt aus der Gegend von Stuttgart, also wenn ihr da ehrlichen Herzens seid, wir können das gern bei uns einfach auch mal bei mir probieren in der Anlage, dann bringt ihr eure Tiere vorbei, vorausgesetzt, sie haben keine Milben, ich gehe mal von aus. Und dann probieren wir das mal aus, ob die es so annehmen, dann nehmt ihr sie wieder mit. Ich freue mich über jede Nachzucht, natürlich auch von jedem von euch, der züchtet. Einfach mal melden, ob es da einen Austausch gibt, ob man sich da gegenseitig helfen kann, warum denn nicht? Indigo sind ja eine kleine Gruppe. Ne? Das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke dir mal Wolfgang, wieder. Stefan, danke. Hat wieder super Spaß gemacht. Perfekt und spätestens in 8 Jahren. Allerspätestens wieder. Und machen wir wieder was. Macht's gut, bis dahin. Danke euch. Tschüss.